Was wir aktuell an den Märkten sehen, das ist schon irgendwie ein Totentanz. Wir sehen das geringste Volumen des Jahres 2021, mit Ausnahme der Tage nach Weihnachten 2020/21. Es ist auch das geringste Volumen, seit die ganze Corona-Geschichte begonnen hat. Aber sei es drum, man geht weiter nach oben. Keiner macht sich Sorgen. Was soll schon passieren? Wir haben die Notenbanken, wir haben die beste aller Welten. Liquidität bleibt hoch, weil, so die Auffassung, Jerome Powell jetzt vor Jackson Hole oder in Jackson Hole oder beziehungsweise virtuell statt in Jackson Hole, jedenfalls auf seiner Rede, nicht Tapering ankündigen wird. So ist der Konsens am Markt. Dementsprechend ist wenig Handlungsbedarf offenkundig. Vielleicht will man sich auch nicht aus dem Fenster lehnen, aber es erwartet ja ohnehin keiner etwas, so scheint es. Und jetzt ist die Frage, wie ist die Lage der Dinge, wie ist der Zustand des Marktes, und das wollen wir uns mal anschauen in folgendem Video. Zunächst mal sehen wir die Trading Volumina. Wir hatten gestern 31 Millionen Kontrakte beim Spider, beim maßgeblichen ETF auf den S&P 500, geringster Wert des Jahres. Wir sehen, dass die Trading Volumina schon seit einiger Zeit deutlich abnehmen, also es ist sehr, sehr wenig los. Die Liquidität ist extrem dünn. Da ist vielleicht eine solche Ruhe drin, dass ein Sturm kommt, Fragezeichen, eigentlich rechnet keiner damit, aber der Sturm kommt ja gerne, wenn man nicht damit rechnet. Jedenfalls ist da wirklich eine Art, naja, wie soll man sagen, Stillstand der Fall, aber dennoch, es will keiner verkaufen. Dementsprechend gestern der S&P 500 mit einem neuen Allzeithoch, das erste Mal über 4.500 Punkten. Auch der Nasdaq schloss auf einem neuen Allzeithoch, und wir sehen, dass der S&P 500 jetzt 51 Schlusskurs Allzeithochs in diesem Jahr bereits erreicht hat. Das ist so viel wie seit 2017 nicht mehr. Wir könnten bald das Jahr 2014 überholen. Vielleicht überholen wir dann auch 2017, jenes Jahr, als eben die Aktienmärkte permanent ein bisschen gestiegen sind, in der Hoffnung auf eine Steuerreform, auf eine Senkung der Unternehmenssteuer durch Donald Trump, die dann ja auch gekommen ist und die seltsamerweise nicht das Wachstum gebracht hat, das Donald Trump versprochen hat, so wie Joe Biden jetzt verspricht, ja, wir werden dies und das tun in Sachen Infrastruktur und dann wird Wachstum kommen. Auch das wird nicht eintreffen, aber es wird halt immer wieder versprochen und es wird immer wieder geglaubt oder halt auch nicht, aber es wird immer wieder so gemacht. Dementsprechend zeigt sich, wie lernfähig der Mensch wirklich ist. Jedenfalls, wir sehen neue Allzeithochs. Jetzt haben wir schon seit 10 Monaten keine Korrektur mehr gesehen. Das letzte Mal, dass wir eine solch lange Phase hatten, also Korrektur von mindestens 5%, das war eben jenes beschriebene Jahr 2017, weitgehend hirnfreies Aktienjahr mit geringsten Trading-Volumina. Wie gesagt, jeder Tag so 0,1, 0,2% nach oben. So ein bisschen erinnert die aktuelle Lage an diese Zeit. Aber wenn wir uns jetzt mal weiter in die Geschichte zurückbegeben, dann sehen wir, dass am gestrigen Tag im Jahr 1987 der Dow Jones damals sein neues Hoch gemacht hat. Dann fiel er 10% im September, stieg dann nochmal Anfang Oktober, um dann diesen Crash hinzulegen mit einem Verlust von über 22%. Das ist diesmal sicherlich sehr unwahrscheinlich, denn damals hatte die Notenbank gerade die Zinsen angehoben. Es gab noch ein paar mehr Faktoren, aber es gab eben damals auch ein Wiederanziehen der Inflation. Das hat die Notenbank zur Zinsanhebung gezwungen. Es gab ein paar Problemchen mit dem Dollar. Dementsprechend sehen wir eigentlich in manchen Punkten zumindest eine ähnliche Ausgangssituation. Starke Anstiege der Aktienmärkte, starker Anstieg der Inflation. Damals aber hat die Notenbank reagiert. Die Fed, die weigert sich ja auf Teufel komm raus, irgendetwas zu tun. Andere haben es anders gemacht, dazu gleich mehr. Insgesamt sehen wir nach wie vor fehlende Marktbreite, New Highs gegen New Lows. Also wie viel Aktien ein 52-Wochen-Hoch erreichen. In Relation zu Aktien, die auf ein 52-Wochen-Tief fallen, sind wir nur ganz knapp positiv hier beim S&P 500, und das angesichts eines neuen Allzeithochs. Wenn wir uns die Sektoren mal anschauen, sehen wir gestern Energie vor allem stark, aber vor allem die Finanzwerte stark, nachdem gestern die Renditen wieder gestiegen sind. Warum sind die gestiegen? Gute Frage.
Erwarten die Märkte Inflation? Eher nicht. Man hält das ja nach wie vor für vorübergehend, ähnlich wie die Notenbanken. Erwarten die Märkte, dass die Fed Tapering sofort beginnen wird? Eher nicht. Also so richtig erklärbar ist es nicht, warum gestern die Renditen deutlich gestiegen sind. Auch die deutschen Renditen für die 10- und 30-Jährige ja mit stärksten Anstiegen seit Monaten. Davon profitieren jedenfalls die Finanzwerte. Aber wir sehen, es ist Optimismus da, Industrials, Materials, also diese Bereiche, die von einer problemlosen Reopening-Situation der Wirtschaft profitieren, die sind gestern gut gelaufen. Insgesamt haben wir jetzt fast die Berichtssaison komplett hinter uns. 95% der Unternehmen haben berichtet, davon haben 87% die Erwartungen übertroffen, ein neues Allzeithoch. Also die Berichtssaison war sehr, sehr gut. Allerdings muss man sagen, natürlich, da ist viel gepimpt worden, Helikoptergeld, all diese Geschichten. Das war ja letztendlich nicht mehr unbedingt das Produkt einer Marktwirtschaft, was da passiert ist, sondern das war Staatswirtschaft mit Notenbankgeld finanziert und das ist alles in die Leute reingepumpt worden, die dann natürlich konsumieren. Also das ist etwas, was sich so wahrscheinlich nicht wiederholt. Wir werden kein Helikoptergeld mehr sehen. Wir werden manches wie Unemployment Benefits, die jetzt Anfang September auslaufen, eben dann nicht mehr sehen. Und dann darf man gespannt sein, wie die Firmen ihr Geld verdienen, zumal jetzt die Dinge schwieriger werden. Wir haben gestern gesehen etwa, oder vorgestern war es, den Richmond Manufacturing Fed Index hier mit den Löhnen, Current Average Wage, also die Durchschnittslöhne, auf dem höchsten jemals erreichten Stand. Wir sehen also, dass die Löhne beginnen nach oben zu gehen, auch weil die Amerikaner spüren, wie wir auch hier spüren, dass die Inflation nach oben geht. Wenn die Inflation nach oben geht, dann wollen wir einen Ausgleich haben, dann wollen wir mehr Geld verdienen, um uns das Leben noch ein bisschen leisten zu können. Und die Löhne dürften auch in China bald steigen. Chinesische Firmen, Factories, also Industriefirmen eher, haben große Probleme, Arbeitnehmer zu finden. Und wenn zu wenig Arbeitnehmer da sind, wenn also das Angebot an Arbeitnehmern knapp ist, dann tendieren dazu, die Löhne zu steigen. Das ist das Gesetz der Marktwirtschaft. Auch in China dürfte dieses Gesetz gelten. Insgesamt sind wir in einem Jahrzehnt, wo jetzt die Babyboomer in Rente gehen werden, wo wir Arbeitskräftemangel sehen werden und nicht zu viele Arbeitnehmer. Genau das ist der große Unterschied. Selbst mit einer Automatisierung und Robotisierung dürften wir diesen demografischen Faktor nicht kompensieren können, sodass die Arbeitnehmer in eine gute Lage geraten, was die Löhne tendenziell weiter nach oben bringen dürfte. Sie kennen meine These. Und wir sehen, dass jetzt heute eine Meldung, die der Guardian bringt, die britische Autoindustrie mit der geringsten Autoproduktion seit dem Jahr 1956, hängt mit Brexit zusammen, hängt mit Corona zusammen. Aber ist schon interessant, das heißt, wir haben wenig Angebot, was auch die Produkte betrifft. Wir haben wenig Angebot, was Arbeitskräfte betrifft. Wir haben wenig Angebot, was Produkte betrifft. Und das ist nach meiner Auffassung ein optimales Szenario eigentlich für Inflation, wenn man eins und eins zusammenzählt. Nicht aber für jemanden wie Ben Bernanke. Hier oben habe ich ein paar Aussagen von ihm mal zusammengefasst, oder hier sind diese Aussagen zusammengefasst. Der Bernanke, ja, Vorgänger von Janet Yellen, die wiederum Vorgängerin von Jerome Powell war, also der ehemalige Fed-Chef, der hat sich gestern geäußert und hat gesagt, ja, die Geldpolitik der Fed hat dazu geführt, dass das Wachstum besser war als erwartet. Powell hat einen exzellenten Job gemacht, also er lobt ihn. Jetzt deutet manches darauf hin, dass er eine weitere Amtszeit bekommt. Die Rohstoffpreise werden nicht weiter zur Inflation beitragen, so Jerome Powell. Woher weiß er das? Interessante Aussage. Und er sagte, sehr wahrscheinlich wird die Inflation dann sich abkühlen im Jahr 2022. Okay, interessante Aussagen. Wer allerdings mit Firmenchefs spricht, so wie Christoph Barrot das gemacht hat, der mit Abstand beste Forecaster, der von Bloomberg jedes Jahr seit 10 Jahren als bester Prognostiker ausgezeichnet wird, der hat das gemacht, nämlich mit Firmenchefs zu sprechen und die sagen, ab September werden wir unsere gestiegenen Kosten verstärkt an die Konsumenten weitergeben. Das heißt, dass zumindest eine wichtige Komponente der Inflation, nämlich die Transportkosten, auch nicht abebben wird, sondern dass das weitergehen wird. Das ist eines der Argumente, die für eine weiter hohe Inflation bzw. steigende Inflation spricht.
Und das sehen wir auch im Transportsektor etwa, dass diese Lieferkettenprobleme anhalten werden, denn es kommen so wenig neue Schiffe auf den Markt wie seit 2 Jahren nicht mehr. Diese sogenannten Bulk Carrier, also die sozusagen dann eben auch kleinere Schiffe, die Waren aufnehmen können. Da wird wenig passieren, insgesamt wird wenig passieren, weil keiner hat an und in Corona eben neue Schiffe bestellt. Das schien völlig absurd. Jetzt bräuchte man diese Schiffe. Bis dann die Bestellungen jetzt kommen, beziehungsweise die Schiffe fertig sind, wird das sehr, sehr lange dauern. Wir sehen unten mal die Bottlenecks bei Westküstenhäfen in den USA. Hier sehen wir, wie viele Schiffe hier unabgefertigt vor den Häfen liegen. Das ist nicht weniger geworden. Das Problem bleibt also bestehen. Wir kommen noch kurz zu China. Hier will Präsident Xi Jinping hier mal wieder ein paar Ziele ausrufen. Man will praktisch das Wirtschaftswachstum so erreichen, wie man sich als Ziel gesetzt hat, dabei aber strikte Viruskontrollen beibehalten. Und wir sehen, dass diese regulatorischen Crackdowns in Sachen Technik, in Sachen Technologiesektor, in Sachen Education-Sektor in China bereits eine klare Spur hinterlassen hat im chinesischen Wirtschaftswachstum, das sich deutlich abschwächt. Deswegen. Und interessant ist, wenn wir jetzt in Asien bleiben und kommen mal zur Notenbank Südkoreas, die hat heute den Zinssatz angehoben von 0,5 auf 0,75% und angedeutet, dass man Ende des Jahres dann nochmal die Zinsen anheben wird. Warum? Weil man sagte, die Finanzstabilität sei sonst gefährdet, die Schulden ufern aus, auch der private Konsumenten. Wir sehen, die Koreaner haben gerade mal eine Inflation von 2%. Das ist lächerlich im Vergleich zu den Amerikanern, die ja weit über 5% haben. Aber da geht man sogar noch mit dem Taper oder da schießt man sogar weiter Liquidität in die Märkte rein, 120 Milliarden pro Monat bei einer Inflation von über 5%, während die Koreaner schon bei 2% sagen, also jetzt müssen wir die Zinsen anheben, da ist die Fed ja sehr, sehr weit entfernt davon. Also man sieht, andere agieren anders. Wir sehen insgesamt, dass in den Schwellenländern, Brasilien etc. etc., da werden die Zinsen angehoben. Südkorea ist jetzt kein Schwellenland mehr sicherlich, aber es ist eben eine wichtige Nation, wo eben die zentralen Güter auch produziert werden in Sachen Technologie. Das darf man nicht vergessen. Also das ist schon wichtig. Und in welcher Situation die Fed jetzt ist, in der die Notenbanken insgesamt sind, hat mein Kollege Wolfgang Müller gezeigt. Inflation und dann Stagflation, das Dilemma beim Tapering, was da alles mitschwingt, das hat der Wolfgang in diesem Artikel auf den Punkt gebracht, der Sie sehr gut vorbereiten kann auf Jackson Hole. Heute beginnt ja dieses virtuelle Meeting. Morgen 16 Uhr dann die Rede von Jerome Powell. In welcher Situation ist er? Er würde, glaube ich, am liebsten vor Februar nichts machen, aber vielleicht ist er gezwungen dazu, etwas zu machen. Die Arbeitsmarktdaten am Freitag der kommenden Woche werden dann sehr, sehr wichtig in dieser Hinsicht. Also, das ist die Situation. Es ist so eine Art No-Brainer. Die Märkte laufen so ein bisschen nach oben, aber nur ganz bisschen. Wir sehen neue Rekorde und sehen eine geringste Liquidität. Also da ist schon eine gewisse Vertrocknung der Fall. Wenn dann plötzlich mal Wind kommt, dann könnte es auch gleich heftig werden. Aber die Frage ist, kommt er oder nicht? Jetzt wünsche ich einen guten Start in diesen, was haben wir heute, Donnerstag. Und verweise nochmal auf den Artikel über Inflation und Stagflation unter dem Video verlinkt. Bis dann, Servus, ciao.